Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch auf der Kirmes. Oh, guck mal, der hat einen Pulli mit einem Spidey-Herz drauf. Geil. Was machen die? Kiffen die da oder was machen die da? Die schieben ja voll die Paranoia. Okay. Gut. Enter hier. Wir wollen die Achterbahn hier fahren. Oder was das sein soll. Den Speed Diamond. Oder Demon. Enter here. Damit werde ich ab jetzt immer rumlaufen. Noch dir. Willst du damit ins Büro? Ein wahrer Segen. Meinen Segen hast du. Ach, der Alten hat doch vorhin okay. Das Kuscheltier geschenkt. Ich bin echt nervös. Keine Angst. Okay. Hände heben. Jetzt schon jubeln, aufgeregt. Oh, MJ. MJ, hast du eine Hose gekackert? Du bist... Oh, MJ. Das wäre echt ein süßes erstes Treffen. Sollen wir es ihr sagen? Ihr was sagen? Was flüstert ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich sage MJ nur, dass sie die Arme bei der Fahrt nicht rausstrecken soll. Controller heben, Hände hoch. Gleich geht's bergab, Freunde. Und kommen Sie noch ein bisschen näher. Gewinne, 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 gewinne. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Richtig Feuerwerk und so hier. Schön. Harry, kotzt du schon? Und Looping? Doch nicht. Keine Loopings? Ah, da hat er kurz... Oh, oh, Looping, 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 da war einer, da war einer, da ist er. Schön, wie sie Spaß haben. Oh, ich glaube, das war's. Ne, einer kommt noch. Yippie! Kennt ihr die, die immer so... Wo, die Doppelten, die gleich kommen, die sind immer tödlich. Schön. Das war episch. Ja, oder? Oh, Harry hat auch eine Freundin jetzt. Doch nicht. So, furchtloser Anführer. Was jetzt? Und zum krönenden Abschluss. Muscle. Ach, jetzt kann ich erst dahin. Ich habe nie die Glocke getroffen. Aber der Traum treibt mich weiter an. Da wollte ich doch schon vorhin hin. Ich habe gedacht, dieses Speed Diamond hier oder Speed Demon ist das letzte Karussell, was wir fahren und dann ist beendet. Weil er da so extrem drauf hingedeutet hat, dass wir da hingehen sollen. Deshalb dachte ich, wenn wir da jetzt hingehen, ist die schöne Zeit hier schon wieder vorbei. Ich wollte so viel mitnehmen und zeigen, wie es geht. Riesenrad sind wir auch noch nicht gefahren, das, da hatte ich auch noch Bock drauf. Muscle up, muscle up, muscle up, muscle up, muscle up. Ob Harry mit seinen krankheitsbedingten körperlichen Einschränkungen da wirklich sich nicht blamiert. Oh ja. Okay. Okay, ich presche hier vielleicht etwas vor, aber ich sehe ziemlich viel Spider-Man-Kram. Ginge da vielleicht was? Morph-Suits sind gar nicht so teuer. Ja, deshalb habe ich dich eingestellt, Pete. Innovatives Denken. Dann steht die Sache. Dieses Jahr verwandelt sich die komplette Gang in Helden. Perfekt. Sie haben zwei Schläge. Ja, das Kostüm haben wir auf jeden Fall schon. Haben Sie gewonnen. Wenn die Glocke läutet, haben wir gewonnen. Die Glocke zu läuten?
Willkommen. Ich sollte nicht so doll hauen. So. Ich sollte vielleicht nicht so fest schlagen. Schnell nach unten schlagen oder für Hammerschlag. Zack. Easy. Lasse. Mach langsam und nicht weh. Das Einzige, was leiden wird, ist dein Parker-Stolz. Jungs, Jungs, ihr seid beide hübsch. Hut! Harry! Harry! Sorry. Harry! Was hast du gefrühstückt? Harry! Okay. Ist das der Venom? Dieser Symbiont, wo er am Anfang drinne war? Das war wohl wirklich mein Jahr. Kann das Harry, sein? Das war unglaublich. Ja, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Okay, wie wär's jetzt mit was entspannterem? Der Andrang beim Riesenrad ist nicht mehr so groß. Fahre mit dem Riesenrad. Harry, das musst du mir jetzt nochmal erklären hier im Riesenrad. Ich Täubchen doch schon mal ein und ich versuche noch ein paar Einhörner zu gewinnen. Irgendwas bedrückt ihn. Oh. Schöner Moment. Du siehst glücklich aus. Komisch. Harry bekommt eine zweite Chance und ich fühle mich, als bekäme ich auch eine. Ihr beide werdet ein Wahnsinnsteam sein. Ja. Oh. Der Bugle hat gepostet. Schmeiß das Handy weg. Und? Hast du die Titelseite? Du bist Redakteurin. Wir bräuchten Champagner. Jäger und Skorpione und Explosionen, herrje. Das ist die Story von dem Neuen. Oh, MJ. Sie hat schon 5000 Aufrufe. Ich muss eine andere Story schreiben. Ich muss Jonas Vertrauen gewinnen. Wer ist der Neue? Dir fällt schon was ein. Eddie Brooke vielleicht? Du kannst das. Danke. Hey, wenn du Hilfe von der freundlichen Spinne von nebenan brauchst, naja, wir sind ja auch ein Wahnsinnsteam. Auch wenn ich den Champagner vergessen habe. Nächstes Mal. Schön. Jetzt mal ohne Witz, wenn Peter ein Kind macht, hat er dann auch Fähigkeiten oder kommt dann einfach eine Spinne daraus? Oh nee. Jungs, ihr macht alles kaputt. Verpisst euch. Ah, die wollen zu Tombstone. Ich sehe Tombstone. Tombstone. Schnapp sie dir, Tiger. Ihr seid Cravens Schlägertruppe, oder? Welchen Superschurken jagt ihr diesmal? Mysterio? Tombstone? Spider-Man darf uns nicht stören! Macht ihn fertig! Ich hab dir nicht erwartet, was? Tja, geht mir auch so. Ich wollte nur mit seinem Hut hier. Aber nein! Weg von dort! Mich spinnst du nicht! Tombstone kommt schon zurecht. Wie, das werden ja immer mehr hier. Ich muss sie von den Leuten fernhalten, die noch im Park sind. Oh nein, Harry! Locke mit der Armbrust. Komm schon, Harry, geh endlich ran. Hier ist Harry, hinterlass deine Nachricht. Noch Harry. Der ist bestimmt mit der alten Turm gegangen. Harry, geht nicht ans Handy. Ich habe hier alle Hände voll zu tun und ich kann ihn auch nirgends sehen. Unsere Gondel kommt gleich runter.
Ich pass auf, dass ihm nichts passiert. Und pass auch auf dich auf! Hey, du weißt, ich hab immer meinen subkarianischen Kumpel dabei. Kennst du so deine Sable Stingray? Ich arbeite nach am Namen. Ich melde mich, wenn ich Harry finde. Ja, okay, natürlich. Warum kommt er nicht mit dem Helikopter oder so? Da hat Tombstone vorhin gearbeitet. Er ist hart im Nehmen, aber die sind es auch. Jäger, startet die Motoren! Möge die beste Spinne gewinnen! Ich wusste, er ist auf der Rennbahn. Spider-Man oder Tombstone? Wir haben Glück. Wir sind beide. Schon mal jemand einen Ruck an den Kopf gekriegt? Ihr Jäger treibt mich in den Wahnsinn! MJ, hast du Harry? Noch nicht. Oh, man merkt deutlich, wie aufgeregt Spidey ist. Dann wollen sie nur Tombstone. Danke für den Tipp. Ja. Ich suche weiter nach Harry. Oh, den habe ich verkohlt. Hey, der Autoscooter ist in einem anderen Teil des Parks. Das sind echt viele. Du Blöder. Der macht mich tot. Oh. Und die kommen tatsächlich noch mit Flugzeugen. Fuck. Die Spinne haben wir. Jetzt Tombstone. Ich komme, Lani! Diese Netze haben's in sich! Mach die Spinne Platz! Ziel gerichtet! Wechsle Position! Achtung! Panzerfaust! Ich schieße! Boah, die kommen hier aber echt mit einem riesen Aufgebot. Wo ist Miles? Getötet hat? Wohl eher nicht! Wie lange ist jetzt? Die Position! Ziel ist in Sicht! Pass dich zu deinem Outfit! Schieße Pfeilsalbe! Jawohl. Lasst uns endlich diese verdammte Spinne verwalten. Haltet ihn am Boden. Netter Versuch, Spidey. Aber wir sind vorbereitet. Freie Schubbahn. Das sind echt viele. So. Ach, jetzt kommst du raus, Dickerchen. Ich hab dich, Lani.
Nein, 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 nein. Fall nicht fallen. Tut mir leid, Lonnie, ich will dir wirklich helfen. Ach du Scheiße, wo ist MJ? Miles, ich brauch dich. Harrys neue Freundin ist auch da drin. Und schon. MJ. Die Alte ist auch mutig. Fuck. Scheiße. Oh, fuck. Hey, ihr müsst da weg. Ihr müsst da alle weg. Scheiße, ihr Ding klemmt. Helfer! Fuck. Ey, tut mir voll leid, Mann. Tut mir leid! Harry! Der Symbiont ist das. Harry! Harry! Pete! Los! Haltet durch! Reden. Definitiv. Fall. Spider-Man. Ich weiß. Aber zuerst, was für ein Zeug kommt da aus dir raus? Ich glaube, das ist mein Heilmittel. Laut Dr. Connors ist es ein selbstlernender Exosuit, aber mir war nicht klar, dass er... Moment. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wir haben beide Superkräfte. Stell dir nur vor, wie wir die Welt heilen können. Oh. Sorry. Ich muss wohl erst noch rauskriegen, wie das Ding funktioniert. Tja. Schade, dass keiner von uns ein hochmodernes Forschungslabor für ein paar Tests hat. Ich sehe nach, ob die Luft rein ist. Treffen wir uns dort? Ruf an, wenn du soweit bist. Heftig. Das ist dieser Symbiont dann in ihm, ne? Der Venom. Schön, dass wir MJ da einfach alleine gelassen haben. Hey, ich hab gesehen, was in Coney passiert ist.
war das? Wo warst du? Kennst du noch meinen Freund Harry? Ja. Das war er? Aber wie? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich glaube, seine Behandlung hat... Oh, das ist Harry. Ich muss los. Hey, die Stiftung ist wieder frei. Okay, ich schwing vorbei. Schwing vorbei. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft du das schon gesagt hast. Und was muss ich hier fotografieren? Ach, die Brücke. Das dürfte Robbie gefallen. Oh, Verbrechen. Ah, die Manhattan Bridge. Man hat 1901 mit ihrem Bau begonnen. 1909 war sie fertig. Als Kind hielt ich sie schon für alt. Aber jetzt... Die Geschichte dieser Stadt ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich ist, dass Harry plötzlich Superkräfte hat. Natürlich super genial, ne? Super genial, dass er jetzt mit uns hier auch auf... mit uns auch auf Gangsterjagd gehen kann. Jäger blockieren die Straße. Bereit machen. Er kommt. Er hat den Köder geschluckt. Wer schreit das? Das Zeug schmeckt furchtbar. Was haben die denn vor mit mir? Erstmal die Waffen weg. Wegnehmen, wollte ich sagen. Heftig, dass Harry jetzt auch Kräfte hat, aber auch cool gemacht. Die rasen hier rum? In New York ist es verboten, beim Fahren Spaß zu haben. Ich weiß halt nur nicht genau, wie gut er das kontrollieren kann. Weil man weiß ja, der Symbiont ist nicht gerade leicht zu kontrollieren. Meine Bitten um Frieden. Ich hab nichts gemacht, er wurde einfach wieder weggeschickt. Was ist denn das? Diese Windturbinen sind klein, aber oho. Werden sie in Höhenströmungen eingesetzt, sind sie eine potenziell autarke Quelle sauberer Energie. Später fliegen sie zu einer Dockingstation. Aber jetzt möchten wir sie für einen ersten Probelauf platzieren. Okay. Mit den Netzflügeln sollte ich damit auf die richtige Höhe kommen. Man nennt das nicht umsonst Brooklyn Heights. Wo soll ich denn hin? Und ab geht's! Ha! Die Netzflügel allein geben nicht genug Auftrieb. Ein kleiner Schub noch. Die Kreuzung Court und Montague ist super windig. Ich habe oft Papiere verloren, wenn ich da durchgegangen bin. Nutzen wir das als natürlichen Windkanal. Jetzt Einsatz! Flieg frei, kleine Turbine! Kabam! Noch eine! Na also! Toll! Alle erfolgreich gestartet! Ich mach mich... Eine Turbine ist beschädigt? Was? Wie? Das muss ich mir ansehen! Fangdrohnen greifen die Turbine an! Ich muss sie aufhalten! Hier schon wieder? Müssen wir uns immer über den Weg laufen? Hä? Komm uns nicht in die Quere, dann tun wir das nicht. Echt? Ich mit euch im Weg? Dann kriegst du es halt so. Das ist der Plan. Boom. Okay, das waren alle.
muss die Turbine zurück an ihren Platz bringen. Das war's leicht. Alles läuft wieder. Dr. Nguyen sollte dringend eine Art Turbinen-Security für die Dinger einrichten. Da ist ein Dings. Sandman. Crystal. Braucht ihr vielleicht etwas Hilfe? War klar, dass die das Ding mal finden werden. Ich sag's euch ungern, aber der Stand ist da lang. Er gehört uns. Hey. Nein. Warum bekämpfen die sich nicht direkt, Freunde? Kriminelle untereinander verstehen sich immer. Die haben sich doch nicht gegenseitig bekämpft, oder? Die waren einfach direkt Best Friends. Kriegst halt einen Briefkasten am Kopf. So, hast du nun davon. Endlich. Ich schüttle mich. Kann ich den Kristall in Ruhe öffnen? Und komme heim. Ich gehe durch die Eingangstür. Aber du bist nicht da. Sie sind da. Was haben sie mit dir gemacht, Kimia? Wie abartig von Kraven, dass er Markus Kind mit reinziehen wollte. Ich brauche mehr Kristalle, um rauszufinden, was passiert ist. Wieder ein Teil gefunden. Erinnerung kehrt zurück. Er ist außer sich. Das ist ein Arm. Die Ärzte versuchen zu ergründen, was passiert ist. Es ist wohl nicht alles seine Schuld. Ich sag Bescheid, wenn ich mehr weiß. Wo ist das? Sammlung? Hier ist das. Da, das war der Arm. Oder das wird ein Arm oder so. Wahrscheinlich hat er sie so am Kopf, ne, so. Weiß man nicht genau. Wir werden es aber herausfinden. Erstmal müssen wir wieder ein paar Verbrecher in den Arsch treten. Wenn wir rechtzeitig kommen. Durch den Central Park hier. Spionierende Jäger? Nicht in meiner Nachbarschaft! Sollte das Tarn. Da! Erledigt ihn! Ganz ehrlich, mir gefällt der verdeckte Hinterhalt nicht! Da oben! Geht aus dem Weg! Die sind am nervigsten, die mit den Schwertern. Das war doch kinderleicht. Hier kannst du wieder haben. Oh, verträgst du deine eigene Bombe etwa nicht? Nächstes Mal macht ihr eure Hinterhalte auf der Straße. Wie noch? Wie normale Verbrecher. Das Foto? Normale Verbrecher. Ich wusste, dass er das sagt. Hier läuft wieder alles rund, oder? Ja. Sofort repariert. Immer wieder ein Fotospot. Genau, Leute. 77 Würstchen in 10 Minuten. Und es waren lange Würstchen. Hey, zahlst du für das Foto Spider-Man? Na sicher. Ich habe gehört, dass dieser Typ seine Hotdog-Brötchen in Tomatensaft taucht. Ich verstehe ja, dass man sie dann leichter runterbekommt, aber Tomatensaft? Also wirklich. So, wir haben hier wieder so eins. Da fliegen wir noch mal kurz rüber. Oh, genau in so ein verwinkeltes Ding reingescheppert. Okay, Dr. Young, dann mal los.
Forschungsstunde. Sie kennen das. Helfen Sie der Drohne, Feinde und optimale Nistplätze zu finden. Das machen wir. Nur die Drohne starten. Machen wir ein paar Zielübungen. Erwischt. Noch einer weniger. Volltreffer. Ja. Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die Ratten auch alle abschießen müssen. Immer wieder nett, durch Brooklyn zu fliegen. Scheinbar schon. Ich muss die Nistplätze markieren. 5 Stück. Hier sind schon mal 2. Das zieht. Ja, bring dich zurück in die Garage. Was war das gerade? Hat jemand die Drohne geklaut? Ich muss zum letzten Ort, von dem sie gesendet hat. Ich will wissen, wo sie hin ist. Ah, keine Spur von ihr oder jemandem. Diese Typen haben eine Garage erwähnt. Ein paar sind ganz in der Nähe. Wenn ich die richtige finde, sollte ich die Drohne vom Dach aus wieder verbinden können. Ich sollte mal diese Garagen überprüfen. Keine Verbindung. Diese kann es nicht sein. Okay. Das ist ja interessant. Kein Signal. Hier kann es nicht sein. Hier auch nicht. Heftig, da klauen die einfach meine Drohne. Sind die bekloppt? Jetzt aber. Ich sage euch, er ist okay. Nur etwas betäubt. Er bewegt sich gar nicht. Bingo. Hier bin ich richtig. Ich verbinde mich mit dem Videosignal. Was ist das hier? Und noch wichtiger, wie komme ich da rein? Jede Menge Käfige. Noch mehr Bienen. Keine Ahnung, wieso diese Typen Bienen sammeln. Aber man darf sie hier drin nicht einsperren. Ich sollte besser den Schalllasermodus aktivieren. Schlagen wir 2 Bienen mit einer Klappe. Ich befreie sie und dann helfen sie mir, die Tür zu öffnen. Hey, die Viecher sind nicht mehr da! Holt mich hier raus! Hallöchen, hier sind unsere neuen Kandidaten bei Schlag ins Gesicht. Bei Schlag ins Gesicht. Drohne, Sicherheitsmodus, fliegt nach Hause! Okay, Jungs, sagt mir bitte mal eins. Bienen? Was? Noch nie von Marklippen gehört? Ja, das ist aber eine extreme Nische. Sorry, ein Spinnenkostüm tragen aber alles besser ist. Eine Bienchenspäte Ankunft. Leute, echt, man muss doch Geistergeld verdienen können. Warum jucken dich ein paar Bienen? Wisst ihr, wie viele Pflanzen existieren dank der Bienen? Sie spielen eine wichtige Rolle bei uns. Ist doch egal. Aber... Ich werde nicht so essen wie du. Okay, wir müssen uns kurz boxen lassen. Der will uns gar nicht boxen. Komm. Hat er mir gerade seine Wumme am Schädel gekloppt? Puh, das waren alle. Ich erzähle Dr. Young definitiv von den Absichten dieser Wilderer. Das ist nicht gut für Bienen, reale oder Drohnen. Gut. Dann haben wir hier jetzt noch eine Finde Großvater. Eine Nebenmission wahrscheinlich. So eine haben wir auch noch für Miles, da müssen wir dann auch nochmal gucken. Hier drüben haben wir noch einen Kristall von Marco.
Und dann haben wir noch die Hauptmission. Da müssen wir zu Harry. Aber ich denke, das werden wir alles morgen ein Stück weit erledigen. Vorher werden wir die Folge noch einmal beenden. Immer noch unfassbar, was da mit Harry passiert ist. Komme ich gar nicht drauf klar. Ich befürchte aber auch fast, dass... ich weiß nicht, wie lange er das Ding kontrollieren kann. Denn er hatte eben schon Schwierigkeiten, als wir ihm gegenüber gestanden haben, dass das Ding ihn angreifen wollte. Deshalb weiß ich nicht genau. Das wird, glaube ich, nicht so geil. Aber... Hauptsache, wir müssen nicht gegen ihn kämpfen. Oder ich hoffe, wir müssen nicht gegen ihn kämpfen, denn eigentlich ist er ja unser Freund und mit Freunden will man nicht kämpfen. Das macht man einfach nicht. Aber okay, wenn er nicht mehr Herr seiner Sinne ist, dann werden wir da vielleicht sogar was machen müssen. Ja. Fähigkeitenpunkte haben wir erst 3. Vielleicht sparen wir da noch ein bisschen. Aber okay, Freunde. Ich werde dann die Folge einmal beenden. Wir sehen uns morgen schon direkt wieder. 16 Uhr, wenn ihr Bock habt. 16 Uhr ist Spidey-Time. Und ja, lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen, Freunde. 16 Uhr, Spidey-Time. Ciao, ciao. Warte, was sagt sie noch? Reden wir über Coney Island. Laut letzten Meldungen gibt es viele Verletzte, aber keine Toten. Zum Glück. Doch es bleiben noch eine Menge Fragen offen. Wer steckt hinter dem Angriff? Wer war der Mann, der Spider-Man geholfen hat? Doch. Ehrlich gesagt, bringt diese Sache bei mir die Erinnerung an die Underground- und Roxxon-Tumulte vom letzten Jahr hoch. Hoffentlich sind 2 Spider-Man in der Lage, die Stadt vor weiterem Chaos zu bewahren. Jeder, der behauptet, dass diese Dinge aus gutem Grund geschehen, sollte mit nassen Socken bestraft werden. Für immer. 2 Spideys und ein Harry. Ist es dann ja in Zukunft vielleicht. Gut, okay, Freunde. Wie gesagt, bis morgen. Ciao, ciao.